Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der App Store für Heide. Mit dabei haben wir den Paul, den Uwe und den Tenzuku. Hallo. Hallo. Weiß ich doch wieder nicht, wo ich hin muss. Wo willst du denn hin? Ja, auf mein Feld wieder. Ja. Erstmal aus dem Hof raus, rechts und dann ne, erstmal der Straße folgen. Immer geradeaus. Okay. Quasi. Du kannst doch einfach mal neu connecten nach der nächsten Folge. So viel haben wir da nicht mehr. Ja, was? Nach der nächsten Folge sind wir fertig. Wahrscheinlich. Nee, nach dieser Folge sind wir fertig. Achso, ihr stimmt. Nach dieser. Das ist richtig. Boah. Ja, Uwe, ne? Das ja. Ist ein schöner Abend heute. Ich sag's dir. Kannst wieder. Nee. Aber irgendwie fehlt mir alles, ne? Ich hab keinen Tacho mehr. Das kennen wir. Kennen wir alles. Wir wurden dafür ausgelacht. Nein, wer macht denn sowas? Ich weiß auch nicht. Okay. So. Fertig. Arbeit. Sollen wir dann so weit vorspulen, dass wir noch ein Endergebnis heute haben vom Tag? Wenn du die Ballen herkriegst? Ja, ich fahr, ne? Also. Die deutsche Mission ist noch nicht fertig, ne? Ja, ich glaube, die ist schon abgegeben. Ah, die. Na, wie heißt nochmal? Die Gerste, die ich gerade gemacht habe. Nee, die ja genau. Ja, also fast. Ich habe gerade einen vollen Hänger weggebracht, der drescht gerade noch ein bisschen weiter und dann ist gut. Wo haben wir denn jetzt 700 Euro Einnahmen her? Ich glaube, die kam schon aus meiner Gerste, aber wenn ich es eben richtig gesehen habe, war er noch nicht zu 100% fertig. Nee, war fett, ja. Ja, da kommt ja noch ein bisschen was. Ah, schön, ich sehe auch keinen Namen mehr. Sehr schön. Das war Curseplay Helfer 3. Oder so, wenn der gewackelt hat, war es entweder du oder Paul. Hallo? Also da er auf der Straße gefahren ist und nicht neben der Straße irgendwo eine Abkürzung, behaupte ich einfach, das war nicht Paul. Wow. Okay. Klingt irgendwie logisch, hast du recht. Wer ist mir denn vorhin durch den Kreisverkehr verkehrt rumgekommen? Wer schiebt hier den Ball zusammen? Ja, ich dachte, es muss schnell gehen. Zack, zack. Na, die Maschine ist auch nicht mal so schnell. Irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, so Endspurt vorm Spulen auf der Holzer. Alle nochmal schnell fertig ziehen. Na, wenn Paul das auf der Holzer auch so macht, dann Prost Mahlzeit. Würde ich nie tun. Vorm 13 km/h zu schnell gewesen vorm Blitzer. Ich konnte nicht mehr bremsen und hing im Zaun. Was ist das Endresultat aus dieser Geschichte jetzt? Ich häng im Zaun. Okay. Entschuldigung. Endresultat, ich häng im Zaun. Okay, gut. Ich hatte eben ein schönes Standbild. Das bin ich umfahren deswegen. Nein. Leg dich am Boden, geht schneller für uns beide. Wow. Nein, 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 nein! Doch, doch, doch. Lass ihn liegen. Ah, lustig. Ja, toll. Passten die ersten Ballen alle komplett schon rein in die BGA? Paul? Ja. Ich glaub, okay. Die letzten zwei musst du tragen. Oh, schwierig. Ich weiß, was hier nicht richtig läuft. Tudum. Jemand hat einen Geräteversatz von 2 Metern eingestellt bei dem Jelly. Warte kurz, vielleicht geht der auch noch drauf. Also der MF zieht gleich die letzte Bahn, dann würde ich noch einmal die... Meinst du, der bleibt drauf? Ich guck den nach hinten. Da vorne in den Ausgang? Nee, ne? Okay. Du kannst doch hinten outfahren. Ehrlich? Ah, stopp! Ja, du hast doch da hinten auch einen Traktor. Ja, aber da ist kein Wagen dran. Ja, dann nimm die Ballenpresse. Da geht nichts rein. Ach, egal, fahr zu. Also in den LKW, der 300 fährt, bist du doch gleich wieder da. Ja, aber der hat keine Spanngurte. Du kannst auf den Zaun fahren. So eine Scheißidee. Du musst halt nicht genau auf den Zaunpfahl fahren. Nimm mal, was genau tut ihr da? Das klingt interessant. Ja, also, ich fahr jetzt nach Hause. Mal keinen Bock mehr drauf. Oh.
glaube, der eine Ball hält ganz gut, den du da vorne drauflegst. Ja, irgendwie. Er spackt noch nicht rum. Ist eigentlich ein gutes Zeichen. Aua. Ballbäume. Hätte ich ein Feld nehmen können, was neben dem Hof ist? Wollte tatsächlich am Anfang nicht machen. Das ist ein Missionsfeld. Ja. So, ich bringe jetzt nochmal 3200 Liter Hafer weg. Dann wäre die Mission auch ready. Sehr gut. Ja, wir fahren jetzt hier die letzte Fuhre weg. Na, ja, ich hoffe, das geht sich aus. Aber ich glaube, wir werden Strafe bezahlen, Uwe. Das reicht, Uwe. Ja, wir müssten Strafe bezahlen, weil sobald du da irgendwas was von abgeerntet hast, glaube ich, zahlst du bei der Mission Strafe. Ja. Die Frage ist halt, wie viel ist es? Lohnt sich es oder lohnt sich es nicht? Ich vermute, es wird sich lohnen. Stimmt, wir können ja nichts für. Haben irgendwas im Deck geschossen? Das ist ein Uwe. Stimmt. An der Kappe habe ich es erkannt. Ich habe keine auf. Deswegen. Ach so, ja. Ich war mir gerade nicht sicher, ob es Marschierer oder Werner ist, ne, der mir entgegenkommt, aber... Sonst spielt, glaube ich, auch keiner weibliche Charaktere, oder? Nicht viele, nein. Aber da ja bewiesen ist, dass Frauen produktiver sein können als Männer, habe ich jetzt erstmal die Frau genommen. Wolltest du mal versuchen, ob das dann auch schon ausreicht? Ja, ja. Okay, und wie ist so das Resümee? Doch, bin zufrieden. Dann werde ich das auch mal versuchen. Ja, kann ich dir nur empfehlen. Auf der Holzer definitiv, ne? Gute Idee. Ja, klar. So, ich bin zu Hause. Yay. War nicht überzeugend, denn so gut. Ich bin auch gleich am Händler und lade ab. Paul, komm. Ich muss gerade noch einen heimtragen, tut mir leid. Das geht nicht so schnell, der fliegt immer wieder aus der Hand. Ja, dann lauf doch nicht, dann geht das auch besser. Wollt ihr nicht einfach mit dem Rad da oben dagegen hauen? Ich kann. Ja, die BGA ist schon recht voll. Muss gleich wieder ein bisschen vorspulen. Ja, dann mach doch mal ein bisschen hier. Oh, da kommt Geld rein, weitermachen. Achso. Ja, ich. So. Soll ich meine Mission direkt abgeben? Jo. Würde ich schon sagen, ja. Ja, gut. Aber die andere dann im Prinzip auch abgeben. Mach sachte, Tenzuko. Das ist sachte. Nicht zu viel, weil sonst wird zu viel verbraucht. Höher kommt der Männerschaul nicht. Ja, ist egal. Fahr mal rein. Ich hätte nur eine andere Frage. Ich habe den MF gerade zurückgegeben. Ja. Hätte man den CP-Fahrer erst deaktivieren müssen? Ja, sollte man am besten. Also ich habe Lure Callstacks, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Ja, du hast sowieso welche. Gut, ich habe die ganze Zeit jetzt unten im Bild, dass der MF entladen werden muss. Gut. Es kann noch mehr rein. 47.000, ich weiß nicht, wie viel da reingeht, aber... 50.000, ne? Ja. Nur 50? Okay, einer... Nee, warte. Ja, bei 120-facher Geschwindigkeit kannst du ja... Ja, könnte wieder... Einer kann rein. Kann schon drei reinschmeißen. Ja, glaub, mach das mit der Hand rein, geht irgendwie schneller. 33er, es gehen jetzt ein paar rein. Wie war das mit der weibliche Charakter ist produktiver? Naja, Im Rumstehen oder? Kontrollorgan. Ah ja. Oh Gott. Guck mal, die machen das. Jetzt. Die ja, super, jetzt gucke ich irgendwie nur noch nach oben und hab eine Maus. Ah, jetzt. Gut. Nee, Uwe, läuft bei dir. Ja, ich sag's dir. So, einer geht noch, Jungs. Vorsichtiges Anpirschen an den Ballen. Ah, da liegt noch einer, hab ich nicht gesehen. Da liegen noch zwei. Okay, die gehen jetzt auch noch rein. Zack. Ja, warte kurz, Moment. Warte. 47 haben wir noch. Moment. Müssen warten, bis wir 46 haben. Ach, irgendwie, der hat die Zeit runtergedreht. Hi. Jetzt kannst du rein. Jetzt, befreien.
Gut, dann haben wir tatsächlich... Alles drin, jetzt ist alles drin. Alles rein. Achso, du hast noch einen, ne? Wo bist denn du? Ich bin unterwegs. Ach ja, da vorne ist er. Ach komm, so. Ich komme dir mal entgegengelaufen, ne? Ich leuchte dir den Heimweg oder so. Ich sehe nicht mal, ob Pia schon fertig ist oder nicht. Der Silo ist bei 34%. Dann sollten wir die Zeit nochmal runterdrehen vielleicht. Warum? Ich weiß nicht, wie lange Porn unten... Ah, wobei, auf 30 geht noch. Ich sehe hier einfach nur eine weiße Wand sich bewegen, ne? Hallo. Hi. Ein wildes Paul. Mal, sieht interessant aus, wie du den da vor dir her meditierst. Spannend, ne? Kann ich die Mission schon abbrechen? Ja, oder? Nee, dann wäre der von Paul, glaube ich, auch weg. Nee, theoretisch nicht. Ballen bleiben. Okay. Ah! Jetzt ist er mir aus der Hand geflogen. Keine Strafe bezahlt, Jungs. Keine Strafe bezahlt. Ernsthaft, jetzt streckst du die letzten 10 Meter und kassierst das Lob? Ja, nee, ach, das Lob teilen wir uns oder so ähnlich. Ah. Wo ist denn? Ach, Uwe, einer muss, ne? Siehst du, ich krieg jetzt hier den Lack. Ich werf gleich die Kickscheue. Ja, hier, dann bitte, komm. Ja, alles gut. Geht doch nicht so herzlos mit dem Material hier um. Ja, war billig, ne? Naja. Das war wahrscheinlich gerade Tensukus neuer Schlepper oder so. Was bringt Silage? Moment. Ich spule mal auf 120, ne? Damit wir auch mal fertig werden hier. Oh ja, oder 1000. Nee, ist richtig. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Du, Werner, dein Traktor läuft noch. Ja, aber lass ihn laufen. Ich meine ja nur. Sind ja gleich, und, ne? Und? Ja! Alter, Falter! Kauf dir mal deinen Traktor. Leck, oh also, bevor ihr auf blöde Gedanken kommt, ne? Ich würde gerne meinen wunderschönen kleinen Johnny erweitern auf die nächste PR-Stufe. Na, was? Was? Kommst du wieder? Ja, war ja nur ein Versuch. Wir brauchen auf alle Fälle eine Düngemaschine und also wir müssen was zum Säen. Genau, wir müssen uns das jetzt richtig gut einteilen. Willst du nicht stoppen? Ja. Ich bin der Meinung, Nummer 1, seit den Zukunft soll sich den Traktor kaufen. Ich geh mal kaufen. Mein Traktor läuft noch rum, sagt mir keiner was. Wollen wir uns die Querneland Optima RS kaufen? Oh. Ist das die große? Das ist die 9 Meter Maislegemaschine von Querneland DLC. Optima RS, ja, das wäre nicht. Ja, doch, kann man machen, ja. Aber ich finde die eigentlich relativ cool. Die kostet auch nicht so viel Geld, glaube ich, ne? 69.000, ja. Ist okay. Also, dann kaufen wir die auch gleich mal, dann kann dein Suku die gleich mal mitnehmen. So, Achtung. Uiuiui. 60.000! Die sieht schon ein bisschen spacig aus, was du da fährst, was oder? Was denn, Alter? Nein! Oh, ernsthaft? Auf. Können wir an der Hupe noch was machen? Jetzt ist schon zu spät. Was, Hupe? Die finde ich gut. Das ist schon gemein, ne? Genehmigt. Aber so ein Knicklenker, ne? Ist das was? Ich muss mal die adaptive Lenkung umstellen. Wobei mit dem Knicklenker ist das gar nicht schlecht. Ja, da ist echt nicht schlecht. Oh Gott. Brauchst du gleich noch Dünger, oder? Warte mal. Ja. Saatgut steht hier auch noch. 29 Liter oder so, ne? 34 habe ich übergelassen. Guck mal, den kann ich tragen. 34 Liter konnte ich tragen. Ja, ist schon weg. Ja. Inhaliert. Ich glaube, am Hof steht auch noch Saatgut. Brauchen wir nicht noch... Also der Tieflocker war unserer, oder was? Nee, der ist gemietet. Nee, der ist gemietet. Den müssen wir noch kaufen. Ja, wollen wir nicht einen Koba kaufen? Da ist jetzt die Frage, wenn wir einen Tiefenlockerer nehmen, können wir noch den Mod draufnehmen, den 6 Meter Tiefenlockerer? Auch. Ne, wir haben jetzt nur 4 Meter. Oh, das war vielleicht ein bisschen erst viel. Erstmal ein bisschen Dünger gekauft. Das ist okay. Ne, kennt euch, Jungs. Sag mal. Was für einen Düngerstreuer wollen wir haben? Ja, so, jetzt brauchen wir noch einen Düngerstreuer, ne? Bei so ich viel Düngen. Ich hab ein bisschen Saatgut gebrauchen, weil mit 34 komme ich nicht weit. Am Hof hat's doch Saatgut. Achso. An welchem Hof? Achso, bei der WGA meinst du? Ja. Okay. Oh, was hältst du denn hier von dem Horschdüngerstreuer, den mit den Ketten, den finde ich, sieht man relativ selten. Was kostet denn der? 51 leider. Hat aber 36 Meter Arbeitsbreite. Aber er kann keinen Kalk. Also. Ja, okay, das ist ein Nachteil. Können wir.
da einen Mod mit draufnehmen fürs nächste Mal? Wir sind eigentlich jetzt schon am Ende, ne? Deswegen können wir den auch nächstes Mal kaufen. Ja. Können wir machen. Weil ich habe den Bredal, der beides kann mit Pflegebereifung. Das gibt's original. Aber nicht den großen. Hä? Was brauchen wir mit dem Pflegebereifung? Wenn du vielleicht irgendwie mal Dünger nachdüngen willst, wenn es schon gewachsen ist. Ach so. Ja, mir egal. Oder wir nehmen den von der Holzer. Auf alle Fälle irgendwas anderes, nicht das. Ne? Alles gut. Gut, dann lassen wir erstmal gut sein für heute. Liebe Leute, herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.